Hallo, grüße euch auf meinem Kanal. Ein neues Video von mir, ein kleineres Technikset der Firma Winner. Das hat 188 Teile, ist die L24, ein schönes rotes Motorrad. Ja, hat Spaß gemacht zu bauen, kann man schon mal vorweg schicken. Sieht, finde ich, auch schick aus. Hat ein paar coole Felgen und hat auch einen Pullback-Motor. Fährt also ganz wunderbar. Hier hinten anstatt einer Kette, das mit diesen Zahnrädern gelöst, finde ich eigentlich auch eine coole Geschichte. Hier sind nochmal so transparente Scheiben, die quasi so als Ständer dienen. Fällt dann auch gar nicht auf. Finde ich wirklich sehr gut gelöst. Ja, ich würde sagen, so eine Dreiviertelstunde Bauzeit hat das in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite sieht man den Auspuff, schön fett. Ja, gucken wir mal in die Bedienungsanleitung rein. Achso, ich habe das Ganze bei Amazon erworben. 12 Euro, kann man nicht meckern. Ist vor allen Dingen ein Modell, was man mit einem anderen Modell kombinieren kann. Also hier gibt es noch so einen Formel-1-Wagen. Und zusammen kriegt man ja, wieder so in so ein Hot Rod, würde ich sagen, kann man das also zusammen kombinieren. Finde ich nicht schlecht. Gibt es ja von anderen Firmen auch. Also Lego hat das ja auch schon mal gemacht, dass man zwei Modelle quasi nochmal zu einem dritten kombinieren kann. Ist an sich nicht verkehrt. Mal gucken, ob ich mir den vielleicht auch nochmal zulege. Ja, Blick in die Anleitung. Ist ein super Druck. Man erkennt alles gut. Es sind im Prinzip 37 Bausteps, also 37 ist quasi das fertige Modell zu sehen. Hier nochmal ein kurzer Hinweis, wie man es denn anzieht. Und hier auch nochmal der Hinweis, Formel-1-Wagen und Motorrad zusammen ergeben quasi den Hot Rod. Ich denke, da bleiben aber auch einige Teile über. Das ist halt dann ein Thema. Ja, im Prinzip, also wie gesagt, lässt sich alles wunderbar erkennen. Es gab jetzt eigentlich keine großen Probleme. Das Einzige, was nicht so schön ist, die Aufkleber, da ist mir der erste quasi zerrissen. Die sind relativ dünn. Das ist zwar auf Transparentfolie, was eigentlich nicht verkehrt ist. Das Ergebnis hier auf dem Motorrad sieht eigentlich auch gut aus. Ja, also da musste man ein bisschen beim Abziehen aufpassen. Ist mir halt beim allerersten passiert, konnte ich aber noch ganz gut kaschieren. Das war quasi hier diese angedeutete Federgabel auf einer Seite. Da musste ich anstückeln. Ja, aber insgesamt finde ich es ein cooles Ergebnis. Man kann die Maschine so schön schräg abstellen. Hat Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Okay, bis dann mal wieder. Ciao.